Monsieur Ribéry bringt seinen Trainer ja in fantastische, euphorische Stimmungen. Der geht da richtig ab, Pep Guardiola. Ausgangspunkt hier Arjen Robben. Und es ist definitiv kein Abseits. Wunderbar an die Schnittstelle gespielt. Und ein Edeltechniker wie Franck Ribéry hat das dann einfach drauf, den Ball aus vollem Lauf so zu nehmen. Der wischt ihm über den Spann, dadurch unberechenbar für Christopher Heimeroth. Ein schönes Tor. Ribéry gestern ja an diesem herrlichen zweiten Treffer der Bayern auch direkt beteiligt. Und beweist dann gute Übersicht. Hier gut zu sehen, genau da muss der Ball dann auch hin. Tja, 6 Tore hat der FC Bayern erzielt durch 6 verschiedene Schützen. Wenn wir gestern und heute mal in der Addition betrachten. Jetzt hat sich auch Lahm, kaum Mittelfeldspieler, schon in die Torschützenliste eingetragen. Vielleicht ist das in der Tat Stoß für die Bayern. Alcantara knapp verpasst. Thiago genannt. Und der ist gut. Das war kein Absatz. Das war alles okay. Da ist er mit seinem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Thiago Alcantara. Den Kopf hat er noch nicht reingekriegt. Der war ein Tick zu hoch, die Flanke. Jetzt macht er den flachen mit der Brust. Also irgendwie ist Thiago mit allen Körperteilen sehr gefährlich. Mit Fuß, Kopf und Achtung hier auch mit dem Solarplexus. Denn nichts anderes ist das. Genau mit der Brust. Flanke war gut, den wollen wir nicht vergessen. Jérôme Boateng, der den schön an den kurzen Pfosten zirkelt. Die Gladbacher einen Moment dort unsortierter. Dominguez, Luc de Jong und damit ein Strafstoß. Philipp Dahms ist nicht dabei. Die etatmäßige Elfmeter Nummer 1. Elfmeterschütze Nummer 1, Luc de Jong übernimmt die Aufgabe. Und dann das 4. Tor in nur 29 Minuten. 1:3. Wunderbar timed. Den konnte Robben gar nicht mehr vorbeiköpfen. Das ging gar nicht mehr. Achten Sie gleich mal auf die Zeitlupe hier bei uns. Der Pass kommt so messerscharf, genau und präzise. Und das weiß auch Pep Guardiola. Mit solchen Fußballern ist es natürlich... Achtung, Achtung, Achtung. Da ist nur ein Münchner in Sichtweite. Aber die Flanke kommt so wunderbar genau. Also wenn Robben den noch daneben geköpft hätte, hätte es mich dann wirklich schwer gewundert. Ein Robben, weiß Gott, kein Kopfballungeheuer. Aber das ging gar nicht mehr, dass man den nicht zum 4:1 verwertet. Und damit haben wir das 11. Tor insgesamt bei diesem Telekom Cup gestern und heute zusammen addiert. 11. Tor. Und davon haben die Münchner Bayern 8 erzielt. 8 von diesen 11. Und wir haben 8 verschiedene Torschützen. Viel schwerer macht, in die Zweikämpfe zu kommen. Das Spiel der Bayern insgesamt wirkt beweglicher, wirkt unausrechenbarer. Guter Pass von Robben auf Ribéry. Ach, ist das schön. Kinder, ist das schön. Das ist zum Zuschauen einfach toll. Man muss gar kein Bayern-Fan sein, wenn man, wie wir, neutral sind, aber guten Fußball lieben. Dann muss man da einfach den Hut heben und sagen, das ist toller Fußball. Also die Kombination Robben, Ribéry, Müller. Und das weiß auch zum Beispiel Ruhl Brauers, der da geschaut hat. Das kann man kaum verteidigen. Achtung, es ist kein Abseits. Ribéry schleicht sich wieder im Rücken der Abwehr rein, wie so oft. Dann sieht er Müller, wie er gestern Mandzukic gesehen hat. Und Müller hat sich schwer. Also das ist leichtfüßig, das ist überlegt, das ist schnell, das ist intelligent. Wie gesagt, man muss kein Bayern-Fan sein. Wir sind das auch gar nicht. Aber guter Fußball muss...